Ups, sorry. Gerade verklickt. Dann nennen wir ihn doch. Mini-Stier. Minotaurus. Ja, ich weiß, ist nicht korrekt, aber. Irgendwie schon. So, er ist aktiv. Was heißt das? Was macht er jetzt? Kommt er jetzt mit? Okay, er bewegt sich hinter mir her. Und rennt über Felsen. Oder durch Felsen durch, besser gesagt. Cool. Kann ich ihm Befehle geben? Was habe ich denn hier eigentlich? Multiwerkzeug. Ah, ja. Okay. Gut, dass ich das auch dabei habe. Ich hoffe, dass man das inzwischen auch loswerden kann. So, warte mal. Hilfswerkzeug tauschen. Wenn wieder besser wäre. Was war da noch? Sekundär? Sekundärwaffe? Das mal besser. Tarngerät? Habe ich anscheinend nicht. Plasma-Mörser. Okay, ich nehme mal das Rampfvisier. Ich glaube, das ist am wenigsten selbstmörderisch. Bernd. Oh, da war wohl etwas leckt. Oh. Oh, sorry, das kam echt spät jetzt. Was soll denn hier? Ferritstaub, Kohlenstaub, Kohlenstaub. Angeblich haben die Sachen alle schon entdeckt, aber die sehen ganz anders aus. Oh, warte, da war es nicht entdecktes. Da, das Kleine hier. Kauni. Impulswohnort. Okay. So, wie steuere ich ihn denn? Kann ich ihm. Wenn ich jetzt hier. Machst du jetzt mit? Nee, macht er nicht. Offenbar habe ich die Sachen doch noch nicht entdeckt. Ich lese immer Minister, wenn ich gerade Ministier lese bei ihm. Hui! Okay, kämpft er von allein oder wie funktioniert das jetzt eigentlich? Kurz, kann ich ihm irgendwie Befehle geben? Analysemodus, das Ziel. Ziel-Scan-Modus. Strom, Mineral, okay. Gas. Standortdienst nicht verfügbar. Okay. Hallo Skorpion. Schön, dass du da bist. Willkommen! Sieht aus, als hätten die E-Box Endor abgeholzt. Ja, oder das die Republik. Vielleicht auch. Zum Wiederaufbau der kaputten Sachen vom Imperium, weißt schon, vom Krieg.
Die Ewoks sind leider, habe ich noch nicht getroffen. Die haben sich wahrscheinlich weiterentwickelt in diese fliegenden Quallen hier. Ich arbeite nebenbei ein wenig, da stockt der Stream. Ach so, okay, alles klar. Geht das vielleicht über Begleiter? Ah, das ist eine Möglichkeit. Warte mal. Aber Begleiter waren nur die Tiere. Wobei. Stehst du recht? Ah, das interessiert ihn herzlich wenig. Das ist ihm ziemlich scheißegal, wo ich dahin zeige. Oh doch. Jetzt tut er was, oder? Oder ist das... Nee, ich glaube, er läuft nur zufällig durch die Gegend. Oder? Oh. Au. Was zum... Wer hat denn hier ein Loch hingemacht? Ah, schön, dass du auch mit runterkommst. Haben wir das mal schnell weg. Hui. Coole Höhle. Stellt er sich vor mich? Ja, wie? Warte mal. Also Begleiter, probieren wir noch mal aus. Kreaturen ist das aber eigentlich. So, wenn ich das jetzt mache hier. Nein. Zeig mal. Tut er jetzt was? Nee. Er hat ja einen Minenlaser drin. Das heißt, er müsste es ja eigentlich können. Fahrzeuge rufen. Ja, das macht ja wenig Sinn. Könnten unser U-Boot rufen. Haben wir den überhaupt? Nee. Ach stimmt, den Pilger wollten wir noch bauen. Okay, wir können hier gerade gar nichts rufen, weil... Ich glaube, weil unser Dings nicht da ist. Ausrüstung, Laden, Gesten. Normale Geste vielleicht. Na, ich muss mal husten, sorry. Die Pflanze da hinten will abhauen. Du meinst, das war noch oben, oder? Dieses Hüpfding. Im Wasser ein Loch mit einem Terranmanipulator. Läuft das denn weg? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Also es gleicht sich irgendwie aus. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob du quasi das umleiten könntest oder so. Also ob die ursprüngliche Menge weniger wird und woanders wieder mehr. Das weiß ich nicht mehr. Hier ist leider kein Wasser gerade. Es sah gerade so aus, als wäre hier Wasser, aber ist leider nicht. Hier war doch irgendwo noch was Unentdecktes. Da war doch gerade was. Da. Was ganz Kleines irgendwo. Ui, geht weiter die Höhle. Aber nicht weit.
jetzt nur ein paar Algen von der Decke. Wie kann ich ihnen denn jetzt Befehle geben? Sollte ich irgendwas aufladen mal? Lebenserhaltung vielleicht? So. Irgendwie. Kampfvisier. Nee, nee, nee. Der Blitzwerfer, okay. Mal der Handmanipulator aufladen. Zielkapulator. Ich hätte es jetzt hier erwartet, eigentlich. Aber ich kann nur die KI deaktivieren und wieder aktivieren. Kann ich es im Menü von ihm machen? Warte mal hier. Technologie verschieben. Und zerlegen. Das will ich nicht. Bernd war es, ne? Bernd. Dann nennen wir ihn Bernd. So. Wie gewünscht heißt er jetzt Bernd? Brauche ich vielleicht eine Fernsteuerung für ihn oder sowas extra? Schau mal kurz in die Steuerung rein, vielleicht gibt es da... Oder Anleitung? Rechte Waffenverhaltung. Upgrades-Herstellung, Entdeckung machen, herumkommen. Fahrzeuge. Okay, wir haben die schon, die Fahrzeugbucht. Bernd ist Diplomphysiker bei uns in der Uni und macht immer die Experimente in der Experimentalphysik-Vorlesung. Einmal hat er eine Wasserflasche durch den Hörsaal geschossen und ein anderes Mal hat er Wasser in eine Mikrowelle zur Erschließung gemacht. Klingt nach einem witzigen Typen. So. 4 von 4. Gewöhnliches Entdeckungen. Konnte man das nicht irgendwie hochladen und dann hat man Punkte dafür bekommen? F. So. Ah, so, jetzt. Okay, man bekommt nicht besonders viel dafür. Ach, hier war das, genau. Hier, alle hochladen. Das habe ich gesucht. So. Ja, Bernd möchte keine Befehle entgegennehmen. Dann lassen wir Bernd mal. Ich hoffe, Bernd kommt alleine da raus.
produziert klebrigen Honig, in Anführungsstrichen. Bernd kommt nicht alleine da raus, so wie das klingt. Wo ist Bernd? Da. Oh, was hat Bernd gemacht? Hat Bernd sich jetzt ein Loch gebuddelt? Bernd? Bernd sucht einen Ausgang, aber ich glaube. Oh! Oh! Da ist er. Alles klar. Gar nicht so doof, der Bernd. Allerdings wüsste ich jetzt schon gerne, ob er mir jetzt hilft, wenn ich. Was haben wir denn hier? Unterirdisches Relikt. Speichersignal. Kupferansammlung. Da überhaupt noch was ist. Jetzt haben wir hier unbekanntes Gebäude. Komm, wir schauen mal, was er macht, wenn wir bei so einer Kupferansammlung sind. Komm mal in die Gänge, Bernd. Oh, Bernd ist nicht der Schnellste. Minotaurus-Kanone, Minotaurus-Bohrer, Minotaurus-Laser. Alles klar. Also das, er kann eigentlich abbauen. Vielleicht muss ich ihm vorher die Waffe auswählen. Warte mal, wir haben jetzt. Ich wähle mal den Laser aus. Werde ich jetzt sagen hier? Und Bernd macht weiter? Bernd macht nicht weiter. Nee, Bernd macht nicht weiter. Bernd stellt sich gerne vor mich. So, komm, Bernd. Gib mal Gas. Bisschen randalieren hier. Oh, da ist eine Fabrik, okay. Wo war jetzt mein Ziel? Sind wir schon da? Hä, warte mal. Das da war's, oder? Oh. Oh ja, ist stabil. Bernd ist stabil. Da müssen wir uns keine Sorgen um Fallschaden machen. So, da sind wir schon. So, Kupfer. Ich wähle jetzt mal das den Bohrer aus. Dann steige ich aus und möchte Bernd jetzt sagen, hilf mir mal beim Abbauen jetzt. Bernd, hilf mir mal. Bernd? Ah, Bernd ist schwer von Begriff, habe ich das Gefühl. Oder ich auch. Wahrscheinlich eher ich. Warte mal. Machen wir mal Optionen, Steuerungsoptionen. Flugsteuerung, ja, ja, ja. Steuerung neu zuweisen. Steht hier irgendwas mit Bernd?
Schnellmenü, Flugsteuerung, Schnellmenü. Schiff Exo-Fahrzeug. Hupe. Ah, nice, man kann hupen. Interagieren. Müsste er nicht zu Fuß sein? Halte die Taste oder Achse gedrückt, die du zuweisen willst. Ich hoffe, er warnt mich, wenn das schon mal belegt war. Ist doppelt belegt jetzt, toll. Ich möchte die wieder löschen, geht das? Hä, ist das alles schon belegt? Nee. Kann auch gar nicht sein. Kann ich Tastenkombis auch machen? Nee. Ja, ich probiere jetzt mal. Plus. Aber das ist ja eigentlich, wenn ich in ihm drin sitze, ne? So. Macht er eh nichts. Wahrscheinlich kann Bernd gar nicht interagieren. Das war's also nicht. Fahrzeug gerufen. Ah, ich habe noch eine Idee gerade. Multiwerkzeug. Das rausnehmen? Nee. Warte mal. Wenn ich das Multiwerkzeug mal wechsle und da jetzt schaue, kann ich hier was Neues einbauen. Sowas wie eine Bernd-Fernsteuerung oder so. Nee. Was ist das Glänzen da? Gold? Nee, das ist Kupfer. Das ist Kupfer da am Boden. Geschossschmierer, Streublaster. Keine Bernd-Fernsteuerung. Ja. Jetzt bin ich langsam am Ende mit meinen Ideen. Hier kann ich Bernd auch nicht auswählen. Alternativ wechseln, warte mal. Ne, warte, kann ich Bernd einfach so vielleicht? Nee.
Bernd macht gar nichts. Oh, ah, das ist Dauerlaufen. Tja, Bernd. Ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll. Außer, dass du da bist. Hallo, Helvetikus. Willkommen. Kupfer ist auch was wert, ja. Ich frag mal Professor Peinke, der kann Bernd fernsteuern. Ich kenne keinen Professor Peinke. Ich möchte nicht, dass ein fremder Professor meinen Exo-Anzug fernsteuert. Ja, es wäre natürlich schön, wenn Bernd jetzt hier mit tun würde. Ich dachte, er kann mich unterstützen. Aber er unterstützt halt nicht. Warte mal, wenn ich... Vielleicht macht er das von alleine, wenn ich es sage. Nicht kletten. Ja, nein. Abbauen. Wenn ich so mache. Ich fix ihn an, dann steige ich aus. Und dann macht er weiter. Gesten ist es auch nicht, nur zeigen, Daumen hoch, nein, Hilfe, brauche Ressourcen. Bernd, ich brauche Ressourcen. Die Geste ist witzig. Ach ja, dann setzen wir uns erstmal hier hin. Uff, ins hohe Gras. Meine Pause. So fremd ist er nicht, immerhin war er schon bei Terra X und ZF zusammen. Ja, habe ich aber nicht geguckt. Die eine Folge habe ich wahrscheinlich verpasst. Bernd. Ja, Bernd. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, geschlagen. Okay. Was habe ich jetzt? Hä? Abbauen. T. Ach, das ist die schwarze Taschenlampe. Ich weiß es nicht. Kann ich irgendwo noch was anderes einstellen? Nein. Steuerung. Ja, keine Ahnung. Das finden wir irgendwann mal raus. Ruf mal ein Schiff her. So. Das nächste wäre ein Haustier finden, aber ich glaube die Tiere hier, die will ich nicht mitnehmen. Andererseits wäre es lustig. Ich glaube, ich will doch mal so eine fliegende... Warte, ich schalte Bernd mal kurz ab. So. Warte, ich hatte da aber keine anderen Optionen. Ich kann nur aktivieren und deaktivieren. Spieltaste. Okay.
So, wir machen mal eben Kreaturennödel. So. Irgendeinen brauchen wir hier. Du da. So, ja. Mit dem Tier interagieren. Vorsichtig melken geht. Ich nehme ihn mal mit. So. Fühlt sich ruhelos. Sieht auch sehr ruhelos aus, muss ich sagen. Komm mal her. So, wir streicheln ihn erstmal. Er braucht Liebe. So, brav. Zubehör kann nicht getragen werden. Wir können aber drauf reiten. Juhu. Ich glaube, wir sind ein bisschen schwer für ihn. Steige mit Space für. Bestimme die Richtung mit WASD. Bewege dich schneller mit. Okay. Kann ich auch nach oben? Ich glaube fast, wir sind ein bisschen zu fett. Oh, da ist einer gelandet. Wir können nur gleiten, aber nicht wirklich fliegen. Und über den Boden schrabbeln. Oh, das ist ein bisschen fies. Fühlt sich hungrig, ne? Machen wir ihm nochmal was. Ich dachte schon, du hättest Bernds Explosion gefragt. Ach, wegen dem Flugzeug gerade, was gelandet ist, ja. Nee, nicht. Kannst du einen Tipp geben, worauf man sich ganz am Anfang konzentrieren sollte? Nein. Mein Anfang war schrecklich. Ich glaube, es macht Sinn, sich am Anfang so eine kleine Grundbasis aufzubauen, um einfach diese Anfangsquests zu erledigen und so, und die, um einfach einen Basiscomputer zu haben, den du immer wieder abfragen kannst, weil du kriegst dann Rezepte von dieser Quest. Und ansonsten ich finde den Anfang sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Ich würde ihn mal. So. Er bekommt ein Ei. Ja, warum nicht? Iu, Iu. Könnten ihn noch umbenennen, glaube ich. Huch! Der schubst uns. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn umbenennen. Also ich bin jetzt auch kein Profi und wie gesagt, ich habe auch... Huch, das wollte ich nicht. Habe ich ihn jetzt weggeschickt? Und ich habe auch echt lange nicht gespielt. Deswegen, also was du halt brauchst am Anfang, wirst du selber merken, du brauchst viel Sauerstoff. Das immer mitnehmen, du brauchst viel von diesen Grundsachen, die dir halt angezeigt werden. Dieses Natrium, dieses Wasserstoffzeug, damit kannst du relativ viel bauen auch schon. Kann ich das hier nicht lesen? Hä? Hab ich den schon gelesen? Wahrscheinlich habe ich den schon gelesen. Und dann Eisen. Eisen ist sehr wichtig. Also Ferritstaub. Oder wenn du kannst, Paraffinium. Also Ferritstaub hier, Ferritstaub. Kohlenstoff ist wichtig für Aufladen von Sachen. Aber das kriegst du selber mit eigentlich alles, weil dir wird halt irgendwann gesagt, ja, das brauchst du. Da hat einer hingekackt. Schön. Und falls du mal passiert, so wie mir, dass du
deinen Laser nicht mehr aufladen kannst, weil du abgebaut hast und keinen Kohlenstoff mehr hast. Wenn du Q drückst, dann haut dein Typ zu. Und dann kannst du auch per Hand Sachen abbauen. Ne? Brauchst du irgendwas, was Kohlenstoff gibt, und dann baust du das halt per Hand ab. Auf Blumen pflücken. Das geht dann schon, bis du deinen Laser wieder aufladen kannst. Das wären so kleine Tipps vielleicht für den Anfang. Und was ganz praktisch ist, ist diese persönliche Raffinerie, die kann man, glaube ich, relativ am Anfang schon bauen. Und die erleichtert halt einiges, weil du dann quasi bei dir schon so einige Sachen produzieren kannst am Körper direkt. Also umwandeln kannst und nicht darauf angewiesen bist, immer deine mobile Raffinerie irgendwo hinzustellen. Sollte man zuerst den Laser upgraden? Ah, ja, unbedingt. Also du solltest, Multiwerkzeug solltest du einiges machen. Den Scanner brauchst du auf jeden Fall. Aber ich glaube, der wird dir auch sowieso, der ist eh kaputt und du musst ihn reparieren. Nee, das Analysemodul musst du reparieren müssen. Den Scanner brauchst du auf jeden Fall, der ist wichtig. Wo ist das denn? Ich sehe es gerade nicht selber. Du solltest dir auf jeden Fall diesen besseren Minenlaser machen, damit du eben diese Materialien abbauen kannst, die du sonst mit dem normalen nicht abbauen kannst, und den Terranmanipulator. Die drei Sachen, oder die Sachen würde ich auf jeden Fall einbauen, also bessere Minenlaser, Terranmanipulation, Scanner und Analysevisier. Und dann bist du schon ganz gut ausgerüstet. Viel mehr würde ich in das erste Multiwerkzeug gar nicht machen, weil du findest eh später ein besseres. Also falls du irgendwie zur Gelegenheit, also die Gelegenheit hast, noch einen Blitzwerfer rein oder so zum Kämpfen. Aber ich würde den jetzt nicht komplett ausbauen, weil du findest eh später einen besseren. Und dann verschwendest du bloß die Zeit und Mühe, da ein, das zu optimieren, was du dann später gar nicht mehr brauchst. Lohnt es sich mehr, sukzessiv Upgrades zu steigern oder direkt auf S-Klasse Upgrades zu gehen? Naja, wenn du nimmst halt, was du kriegen kannst, würde ich sagen. Also ich würde jetzt nicht mein ganzes Geld in Upgrades reinpulvern und dann das immer wieder austauschen, sondern ich würde halt, ja, muss halt gucken, wie es gerade geht und ob das Upgrade gerade dir was bringt und nicht oder nicht. Es ist leider so, dass manche C-Upgrades richtig gut sind, also so von den Werten her, im Vergleich zu anderen Upgrades, die dann vielleicht A sind oder B, die dann aber irgendwie schlechter sind. Deswegen siehst du, ich habe hier so ein paar C-Dinger drin. Ja, wurde mir halt nie was Besseres angeboten. Auch jetzt, wenn es S oder B war. Von diesen Werten her. Aber ich kenne mich da ehrlich gesagt auch nicht so aus. Vielleicht sehe ich das auch ganz falsch. Und die B ist immer besser, weil das irgendwie im Hintergrund noch andere Werte dazu gibt, die ich nicht checke. Kann natürlich auch sein. Aber, also ich habe es immer so gemacht, ich habe halt das genommen, was gerade verfügbar war und wofür ich Platz hatte, und wenn ich dann irgendwann was Besseres gefunden habe, habe ich es halt ausgetauscht. Aber das kannst du machen, wie du magst. So, ich habe jetzt mein Ding da hinten hingestellt, habe ich mein Schiff da hingerufen? Nee. Mein Begleiter ist da hinten, mein Schiff ist da hinten. Hä? Warte mal, ich wollte doch eigentlich. Machen wir einfach so. Habe ich meine ganze Ausrüstung hier auf dem Planeten verteilt. Zumindest ein Multitool mit vielen Slots suchen, oder? Ja,
Das ist nicht schlecht. Das ist praktisch. Du kannst das auch noch aufwerten irgendwie später, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also meins hat, glaube ich, mit Klasse B angefangen. Und habe das einmal aufgewertet. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ob das beim Multitool so war. Man kann diese Felder auch freischalten, wenn ich das noch richtig weiß. Also du musst nicht unbedingt eins finden, wo wirklich alles schon ausgefüllt ist, sondern du kannst, wenn du das nicht hast, kannst du die einzelnen Felder noch freischalten. Ich weiß nur nicht mehr, ob das irgendwie festgelegt ist, wie viele Felder du zur Verfügung hast vom Grundtyp her oder ob das bei allen gleich ist, das weiß ich nicht. Aber viele Slots sind natürlich immer besser. So, ich würde sagen, wir springen mal kurz da hoch. Und dann machen wir mal die. Die Mission, oder? Die neue, die wir da bekommen haben. Hier Fracht. Das hier ist auch neu. Ich brauche mal diese Grundsachen, die man eh immer einsammelt aus Versehen. Die packe ich mal die, das Frachtmodul rein. So. Tritium. Das kann, glaube ich, in unseren Anzug. Das haben wir, glaube ich, eh immer dabei gehabt. Silber weiß ich jetzt gar nicht. Haben wir das dabei? Gold haben wir super viel dabei. Warum? Hatten wir irgendwas vor? Mist. Ich. Ja. Keine Ahnung. Egal. So. Das Missionsziel ist in einem anderen System. Da müssen wir wahrscheinlich hinfliegen. Ja, hier. Nach da. Ich das richtig sehe. Da, genau. Und los. Eiskalter Planet ist hier. Gibt's hier gar kein Schiff? Gar keine Station? Doch, da. Da ist noch ein Planet. Und auf dem Planeten hier ist das Notfallsignal. Ich habe das Gefühl, dass das. Dass das Notfallsignal uns zu einer Siedlung führt. Also, ich weiß es nicht. Es muss ja irgendwie Siedlungen geben, die wir unterstützen können und die wir dann übernehmen können. Und irgendwie gibt es aber auch so ein Kampf-Update. Ich weiß jetzt nicht, welches davon die Mission getriggert hat. Werden wir rausfinden. Ich will nur kurz mal hier landen, damit ich den Teleporter freischalte. Ich glaube, das muss man immer noch machen. Und, immer. Ich weiß immer nicht, welche Seite. Ups.
kurz zu dem Typen da reden. Da. Oder. Können wir hier noch was machen? Ich glaube aber nicht. Was du machen solltest, ist dein Rucksack immer erweitern. Wenn du auf einer Station bist, auf einer neuen, kannst du hier immer zu diesem Typen mit diesem dieser Röhre hier gehen und deinen Rucksack ja. Also ich kann es nicht mehr, weil meiner komplett ausgebaut ist, aber du kannst dann das hier auswählen und gegen Credits deinen Rucksack, deine Rucksackslots erhöhen. Aber ich muss mal eben schnell wohin. Ich mache hier kurz Pause. Das ist auch neu mit dem Sitzen, oder? Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass man das konnte. Oder? Oder doch? Weiß ich nicht mehr. Egal, ich muss kurz wohin. Bis gleich.